Im Blickpunkt heute aber steht natürlich nochmal die Migrations- und Flüchtlingspolitik. Und ich freue mich, dass Luise Amtsberg bei uns ist, die in der abgelaufenen Legislaturperiode flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen gewesen ist. Sie haben im Wahlkampf gesagt, es wird sehr, sehr schwer oder es ist mir sehr, sehr schwer vorstellbar, dass wir mit Seehofer auf eine Linie kommen. Wenn Sie sich mal die Ergebnisse diesen Kompromiss der Union vom vergangenen Wochenende angucken, wie viel näher sind Sie sich gekommen in dieser Hinsicht oder wie viel weiter weg sind Sie jetzt als vorher? Also erst einmal muss man festhalten, dass es gut ist, dass die Union wieder mit einer Stimme spricht. Denn nur so können wir überhaupt ausloten, wo mögliche Gemeinsamkeiten liegen innerhalb von Sondierungsgesprächen und dann später auch Koalitionsverhandlungen. Aber Fakt ist, es gibt nach wie vor große Unterschiede in den Vorstellungen, wie man Flüchtlingspolitik in Deutschland, aber auch in Europa gestaltet. Und das bringt dieses Papier der Union sehr gut zum Ausdruck. Also es gibt eine ganze Menge zu diskutieren und es werden sicher keine leichten Verhandlungen werden. Das haben wir ein bisschen geahnt schon. Aber wenn man sich das anguckt, was die Union beschlossen hat am Wochenende, und wenn man sich anguckt, was bei Ihnen im Grünen beispielsweise im Wahlprogramm auch steht, wo sehen Sie denn da überhaupt noch Anknüpfungspunkte? Also Anknüpfungspunkte sind sicher bei der Frage der Aufnahmepolitik. Also nun gibt es etwas, und das muss uns die Union erst einmal erklären, dass sozusagen atmende Obergrenze genannt wird. Ich definiere das jetzt mal positiv und sage, wenn wir es schaffen, 200.000 Menschen in Deutschland bei der Gemengelage in Europa eine Zukunft und eine Perspektive zu geben und das bestenfalls über legale Zuwanderung, dann sind wir einen ganzen Schritt weiter. Und genau für dieses Ziel werden wir Grüne uns natürlich auch im Rahmen der Sondierungsgespräche und den Koalitionsverhandlungen, sollten sie stattfinden, auch einsetzen. Das überrascht mich jetzt tatsächlich, dass Sie so zumindest andeuten, dass Sie sich durchaus auch auf eine Zahl, einen Richtwert, eine Obergrenze, wie auch immer man das nennen will, einlassen würden. Das ist nicht immer grüne Position gewesen. Nein, und das ist auch durchaus keine grüne Position, aber ich nehme da die Kanzlerin auch beim Wort. Die sagt, auch der 200.001. kann sich auf das Grundrecht auf Asyl berufen. Das ist für uns Grüne wichtig, denn das ist der Punkt, an dem wir nicht verhandlungsbereit sind. Bei uns ist überhaupt nicht zu machen, dass wir an dem Verfassungsgrundsatz Asyl rütteln und das ist jetzt sozusagen der Formelkompromiss dieser beiden Parteien. Und an die knüpfen wir jetzt erstmal an und lassen uns erstmal genau erklären, wie sozusagen die Widersprüche, die in diesem Papier zuhauf sind, aufzulösen sind. Aber das wird eben Teil der Sondierung und auch der Koalitionsverhandlungen sein müssen, das genau auszubuchstabieren und die Frage zu stellen, wie die sich das konkret vorstellen. Auf der anderen Seite müssen wir uns ja nichts vormachen. Das klassische Asylrecht, das individuelle Asylrecht, das stand ja überhaupt nie zur Diskussion und aber auch nicht zur Disposition, weil das überhaupt, ich weiß gar nicht, was für eine Mehrheit Sie da brauchen, um das zu ändern. Insofern ist das so auch ein bisschen eine Scheindiskussion, weil das Ding, weil diese Frage nie zur Diskussion stand und auch das Ganze gar nicht abgeschafft werden kann, so ohne weiteres. Das ist auch richtig so, dass es nicht ohne weiteres abgeschafft werden kann, aber man kann Asylpolitik und Begrenzungspolitik auf viele andere Wege auch durchsetzen. Ja? Also ich erinnere nur daran, dass sehr viel Innenpolitik betrieben wurde oder Außenpolitik innenpolitisch motiviert betrieben wurde. Also Stichwort Afghanistan, wo man ein Land als sicher erklärt, aber eigentlich nur mit dem Ziel, möglichst viele Menschen wieder dahin zurückzuführen, abseits sich diese außenpolitische Situation gar nicht anguckt. Oder die Einschränkung des Familiennachzugs, die ja auch eine Begrenzung ist. Also man muss nicht eine Obergrenze einführen, um am Ende trotzdem unmöglich zu machen, dass Menschen hier auf sicherem Wege herkommen können. Und genau um diesen Punkt geht es uns Grüne aber. Da Verbindlichkeiten zu schaffen, über die humanitären Wege hierher nach Deutschland, nach Europa zu sprechen und da möglichst gute Programme auch auf den Weg zu bringen. Und da halte ich mich nicht an den Begriff der Obergrenze, wie ihn die CSU definiert, auf, sondern halte mich da ans Verfassungsrecht, das, wie Sie zu Recht sagen, ja nicht geändert wird. Insofern haben wir hier gute Möglichkeiten, auch unsere grüne Position im Sinne der gemeinsamen Verantwortung auch zumindest zur Sprache zu bringen und dann gucken wir, wie weit wir kommen. Aber ich bin da pragmatisch und sage mir, wir müssen an der Stelle für unsere Überzeugung kämpfen und das tun wir, weil das ist eines der wichtigsten Themenfelder für uns als Partei. Ihr Fraktionskollege Trittin hat gestern schon in mehreren Interviews kundgetan, dass er um diese Zahl von 200.000 oder wie auch immer sie schlussendlich aussehen wird, nur vor allem in erster Linie erreichbar sein wird über das Thema Familiennachzug. Zu diesem Thema hat aber beispielsweise die Union in ihrem Papier schon drin, dass der Familiennachzug ausgesetzt bleibt, bis auf Weiteres. Also wie wollen Sie da auf einen Nenner kommen? Naja, einer wird sich durchsetzen am Ende des Tages. Und dann geht es um die Frage, wie akzeptabel ist die Lösung, die man da findet für alle Beteiligten. Und ich kann nur sagen, für uns ist das Familiennachzugsthema eines der größten Punkte. Wir haben das immer wieder auch im Vorfeld, nicht erst zur Bundestagswahl, klargemacht, dass das eine der humanitär einschneidendsten Entscheidungen war, die dieser Bundestag hier getroffen hat. Und wir werden dafür kämpfen, dass der Familiennachzug für subsidiär Geschützte künftig möglich sein wird, weil wir glauben, dass das integrationspolitisch nur klug ist, das so zu machen und aus humanitärer Sicht sowieso.